Ich hoffe auch, das funktioniert. Damit wir nachher auch was haben für YouTube. Damit man das immer wieder nachschauen kann. Deswegen erstmal herzlich willkommen zum einem kleinen Stream, wie man den Autoload in ein beliebiges Fahrzeug einbaut. Ich habe nichts vorbereitet, bin also völlig unvorbereitet, wie das für holländische Arbeitnehmer so der Gang und Gäbe ist. Und deswegen mache ich jetzt auch mal den Farm Simulator wieder aus und gehe auf den Bildschirm. Denn das... Wir müssen ja erst noch einiges tun. Also nichts vorbereitet ist so nicht wahr. Ich habe mir natürlich schon ein Modell ausgesucht, in dem wir das einbauen können. Davon habe ich mir auch einen Link, den ich natürlich nachher in die Beschreibung packe. So, wo habe ich den? So, also das schöne Stück ist das, was ich mir rausgesucht habe, ist aus meiner Sicht ein sehr schöner Sprinter, aus dem LS19 konvertiert, hier von Chefkoch. Gibt es mittlerweile auch schon auf anderen Plattformen, wie das immer so ist, schön ist. Das Ding ist schneller woanders, als man es selber einstellen kann. In den Kommentaren ist schön nachzulesen, dass ich sogar gefragt habe, ob das funktioniert und wie man hier auf diesem kleinen Bildchen sehen kann. Ja, Eierpaletten werden ein paar reinpassen, von den großen Zuckerpaletten nicht ganz so viele. Für diejenigen, die hoffen, dass sie nachher das Modell benutzen können, die muss ich leider enttäuschen. Ich werde dieses Modell danach nicht veröffentlichen, sondern nur für mich privat nutzen. Der Chefkoch findet es überflüssig, es einzufügen, weil eben nicht viel reinpasst. Das ist, mag vielleicht sein, aber ich bin der Meinung, es passt immer noch mehr da rein als auf einen Pickup. Deswegen habe ich mich, den habe ich natürlich auch schon runtergeladen und auch schon mal gekauft. Hier in meinem Testspielstand. Oh, ich denke, das ist ein bisschen laut. So, habe ich den schon mal gekauft, einfach nur um zu gucken, wie viel passt denn da rein. Und so rein vom mit der Hand geladen würde ich jetzt schätzen, eben 4 Paletten und bei Eiern und Obst 3 hoch. Zucker wahrscheinlich eher weniger. Ja, das Ding hat Spanngurte, wie man hier sieht, kreuz und quer. Insofern ist das alles schön schick. Ne, bewegliche Türen. Ja, wenn der Motor automatisch ausgeht, dann... Farbwahl für diejenigen, die das mögen. Ich mag das, deswegen hat er diese Farbe, weil ich... Ist halt meine Lieblingsfarbe. Zu finden dann nachher unter Autos. Gibt es auch als Elektromobil... Ne? Für die Damen natürlich auch hier. Ne? Das ist allerdings, wie gesagt, nicht von mir. Nicht ganz zufrieden bin ich mit der Wahl der Felgenfarbwahlmöglichkeit, aber das kann man ja noch später irgendwann nachrüsten. Gibt auf jeden Fall jede Menge verschiedener Warnleuchten, wie man es gerade mag. Ne? Ich finde es ein recht schickes Modell, deswegen habe ich mich für dieses Modell entschieden. Um das einfach mal zu zeigen. So. Jetzt müssen wir den allerdings noch wieder leer räumen, weil wir wollen ja nachher als Autoloader umbauen. Und um ihn zu testen, darf dann natürlich nichts drin sein. Das muss ja daneben stehen. Also nehmen wir das nochmal schnell raus. Ist auch gleichzeitig ein ganz guter Test für das Autoload-Skript, ne? Ob er mit der Stellfläche dann auch richtig berechnet, wie die Sachen da reingehen.
Ich hatte auch versucht, die zwei Kisten nebeneinander zu stellen, im Längsweg. Würde theoretisch. Gucken, ob wir die gedreht kriegen. Würde theoretisch hier vorne im vorderen Bereich auch funktionieren. Aber hier haben wir dann eine schräge Kollision durch die Radkästen. Das ist natürlich dann behindert so ein bisschen beim Einbau. So, das speichern wir jetzt ab für gleich. Und dann geht's an die Vorbereitung. Machen wir das mal wieder aus. So. Vorbereitung. Was heißt Vorbereitung in dem Fall? Vorbereitung heißt in dem Fall, wir haben uns natürlich erstmal ein Modell ausgesucht, in das wir es einbauen wollen. Dieses Modell haben wir runtergeladen. Das sieht man bei mir hier, habe ich es runtergeladen. Das ist das Originalpaket. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, bitte ladet keine irgendwelche Modelle runter, baut euch selbst den Autoloader ein und veröffentlicht die dann wieder ohne Erlaubnis dafür vom Modder des Modells. Was auch der Grund ist, warum ich das nicht für andere veröffentlichen werde. So, das entpackt ihr einfach mit Unterordner. Und dann gehe ich hin normalerweise und schneide mir das hier einfach mit Steuerung X aus. Dann habe ich hier den Ordner und füge mir das hier wieder rein. Auf diese Weise ist mein Original, falls ich irgendwas verkehrt mache, immer noch vorhanden. So, das ist das eine. Das andere ist, ich brauche irgendwo auf der Festplatte etwas, wo ich mir etwas auch anschauen kann. Ich nenne das jetzt einfach mal Umbautest. So, dann habe ich in meinem Mod-Ordner natürlich auch den Strautmann. Wo ist er? Oh. Irgendwo? Mein Strautmann ist weg. Da ist er. Da ist der Strautmann. Den entpacke ich mir jetzt einfach mal auch mit Ordner woanders hin. Da ich den nicht verändern will, mache ich das nicht hier drin. Und damit sind wir schon mit den Hauptvorbereitungen fertig. So, was wir brauchen, ist einmal die Mod Description von beiden. Ich öffne mir das einfach hier in meinem Fall mit dem Notepad++. Geht natürlich auch mit jedem anderen. Ich finde das schön, dass der Notepad++ uns da so Sachen schön einfärbt. Und was wir dann hier brauchen, ist der Vehicle Type. Jetzt müssen wir gucken, was haben wir denn hier für ein Vehicle Type drinstehen? Hier ist überhaupt kein Vehicle Type deklariert. Schön, dann können wir den hier nämlich einfach rauskopieren. Immer darauf achten, dass das komplette XML, das hier öffnet einen sogenannten Tag, das hier schließt einen Tag, dass ihr immer das komplette nimmt. Ich nehme dann auch noch immer die Leerzeile mit. Wir haben hier die Store-Items. Ich packe das einfach direkt mit darunter und schon habe ich hier einen neuen Vehicle-Type deklariert, nämlich den Pallet-Autoloader. Jetzt nehme ich mir dazu aus dem Strautmann die Strautmann XML. Wie man sieht, hier oben steht Typ Pallet-Autoloader, Trailer. Jetzt nehme ich mir dazu von dem Sprinter, in dem Fall nicht den Elektro, sondern den normalen, auch. Vehicle Type Car. Auto. Klingt sinnig. So, wir wollen jetzt den hier zum Autoloader machen. Das heißt, das hier ist unsere Basis für den Vehicle Type. Wir sagen Parent, Trailer ist, weil ein Anhänger ist ja falsch. Der Parent ist ein Car. Das bedeutet, dieser Vehicle Type sagt, dass das der Fahrzeugtyp Car in diesem Mod durch den Pallet Autoloader zu einem Pallet Autoloader
ja, das können wir nennen, wie wir wollen, Car wird. Und das schreiben wir hier in den Vehikel rein. In den Type. So. Jetzt wäre der Autoloader schon fast fertig. Wenn da nicht noch einige Sachen wären, die man nicht so einfach erklären kann. Das hier ist die Konfiguration für den Autoloader des SEKs. In dem Fall mit mehreren Konfigurationen. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Wir kopieren uns die einfach mal. Ne, und setzen uns das einfach mal unter die Base. Wohin, ist eigentlich egal. Wichtig zu wissen ist, wenn man hier in diesen Configurations mehrere Abschnitte hat, wie wir haben hier einen und hier einen, dann kann man das nachher auswählen, ob's da ist oder nicht. Das wollen wir aber nicht. Es soll immer ein Autoloader sein. Wenn da nur eine Konfiguration ist, ist die automatisch immer aktiv. Es sei denn, man ist so pfiffig und kann mit sogenannten Configuration Sets arbeiten. Das ist dann etwas tricky. Configuration Sets in dem Fall bedeutet, die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten des Strautmanns eben als Palettenlader oder mit der Kapazität 4000 oder mit der Kapazität 8000. Das wird jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Mal abgesehen davon, dass ich einige Sachen davon immer noch nicht verstanden habe. Aber wenn eben nur einer da ist, dann wird er auch benutzt. So, und alles das, was hier drin konfigurierbar ist, gehen wir jetzt mal durch und werden wir so mit und mit jetzt korrekt einstellen. So, hier haben wir erstmal Max Objects. Bedeutet, egal ob noch Platz drin ist, wie viele Objekte kann er maximal laden? Wenn ich da jetzt zwei eintrage, dann kann, ne, beim Kögel zum Beispiel, dann könnte ich auf den Kögel nur zwei Paletten laden, weil nach zwei hört er auf. Auf diese Weise kann man die Anzahl der zu ladenden Sachen begrenzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Kögel einstelle 39, dann kann ich davon ausgehen, dass er nur eine Lage Paletten lädt, weil mehr passt in eine Lage an Paletten nicht rein. Kann man machen, vor allen Dingen für so Hänger, die relativ kopflastig sind, wie den SEK, wäre es vielleicht nicht verkehrt, da was weniger einzutragen. Prinzipiell ist es aber auch eigentlich egal, was man da einträgt, solange es nicht weniger ist, als man laden will. Use Bales, das ist für später noch schon vorgesehen. Damit wollte ich eigentlich sagen, ein- und ausschalten, dass man diese großen Baumwollballen, ob man die laden kann, ja oder nein. Allerdings habe ich letztens erst festgestellt, dass ich da eintragen kann, was ich will. Ich benutze diese Einstellung noch nicht. Solltet ihr für euch schon entscheiden, ob dieses Ding nachher diese Ballen können soll oder nicht. In dem Fall ist der Ladebereich aber zu klein für so einen Ballen, deswegen würde er eh nicht reingeladen werden können. Use Tension Belts ist auch eine Vorbereitung für die Zukunft. Das kommt aus der Autoloader-Definition von Giants, die ja auch einen Autoloader haben, der ja nur leider nicht funktioniert. Das ist dafür vorgesehen, wenn man ein statisches Objekt hat, also quasi dieser Pallet-Loader ein festes Objekt ist, wie zum Beispiel ein Palettenregal, dann kann man sagen, er soll automatisch die Tension Belts anziehen. Funktioniert auf dem Anhänger nicht wirklich vernünftig. Und Supported Objects kommt auch noch aus dieser Implementierung. Das wird im Moment nicht benutzt. Das Use Tension Belts wird wohl noch benutzt werden. Da bin ich mir sicher, sobald ich die Möglichkeit habe, da einfach zu sagen, nach zwei Sekunden, also zwei Sekunden nach dem Laden der letzten Palette machen wir automatisch fest. Dann würde hier ein True dieses automatisch dann festmachen. Funktioniert noch nicht. Steht auf der Wunschliste allerdings auch nicht so hoch wie das Laden von Ballen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Da habe ich viel mehr Anfragen. So, und jetzt kommen wir hier zu den Nodes. Wir haben hier Nodes. Und diese Nodes sind immer Sachen, die in der ID3D-Datei, also im 3D-Modell selber, als Knotenpunkte vorhanden sein müssen, damit die Giants Engine damit arbeiten kann. Wir haben hier drei Knotenpunkte, ne, und dann haben wir hier nochmal ein paar Zahlen.
Und diese Knotenpunkte müssen natürlich mit korrespondierenden Knoten auf der anderen Seite verbunden werden. Und die müssen natürlich auch die richtige Größe haben und die Zahlen müssen natürlich auch die richtigen Werte haben. Deswegen öffne ich jetzt einfach mal das Modell von Giants, also vom SEK. Auf diese Weise können wir uns dort einmal anschauen, wie das da aussieht. So, das ist das Originalmodell von Giants. Relativ unspektakulär, was allerdings eher daran liegt, dass die Farbe ja woanders herkommt. Gut. Hier bin ich hingegangen und habe hier in dem Fall in den Body den Autoloader eingefügt. So, warum in den Body? Weil das im Endeffekt hier oben diese Plattform ist. Und ich dachte damals, das müsste da oben so rein. Muss es nicht. Ne? Aber wo man es im Endeffekt hinmacht, solange man es in die Hauptkomponente reinmacht, ist das kein Problem. So. Wenn ich jetzt hier mal den Autoloader markiere, dann sieht man diese grünen Kästen. Und diese grünen Kästen sind im Endeffekt die sogenannten Triggerbereiche. Da haben wir einmal in der Mitte, das ist der sogenannte, das ist der Haupttrigger, der dafür sorgt, dass er registriert, welche Paletten auf dem Wagen stehen. Das ist wichtig fürs Entladen. Und dann haben wir hier rechts und links die Triggerbereiche, die registrieren, wenn man an eine Palette ranfährt, damit diese Palette dann vom Skript auch aufgeladen werden kann. Ja, somit ist es theoretisch recht einfach diese drei Dinger zu setzen, sollte man meinen. Und wenn man ehrlich ist, es ist auch nicht viel mehr. Hier haben wir einfach mal so einen Teil. Und wie man hier sieht, es nennt sich Rigid Body Kinematic, damit erfolgt. Und hier haben wir die Kollision mit einer Kollisionsmaske. Die Kollisionsmaske ist genau das Problem, warum der KI-Verkehr nicht an diesen Hängern vorbeifährt, weil die Kollision, die dieser Triggerbereich haben muss, damit er Paletten registriert, ist die gleiche Kollision, die verhindert, die dem KI-Verkehr also quasi sagt, hier darfst du nicht durchfahren, du musst warten. Das ist das ganze Geheimnis. Liegt daran, weil Giants immer noch denkt, Paletten wären Fahrzeuge. Ballen sieht das wiederum anders aus. Ballen sind Items, die werden anders gehandhabt. Gut. Dann nehmen wir uns doch jetzt mal den Sprinter. So, da haben wir den Sprinter. Ne? Ganz klassisch. Ne? Keine Reifen, weil die kommen ja erst später. Ne? Und jetzt wollen wir da mal die Triggerbereiche setzen. So, in dem Fall setze ich mir jetzt erstmal hier rein einen Basispunkt fürs Autoload. Das heißt, ich setze mir eine Transform Group. Gebe dieser Transform Group den Namen Autoloader. So, dann kann ich den mit der mittleren Maustaste anklicken und hier reinschieben, damit er Teil des Modells ist. So, wie man jetzt schön sieht, wenn man das Modell dreht, der ist genau in der Mitte. So, was ich dann ganz gerne, ne? Jetzt ist Philosophiefrage. Man kann jetzt natürlich diesen Punkt verschieben und damit verschiebt, ne? Und wenn man die Trigger hineinsetzt, verschieben sich damit alle Trigger. Theoretisch ist der jetzt hier schön auf Bodenniveau. Das wäre also die Höhe des Bodens. Das macht uns natürlich die Pickup-Trigger einfach.
So, was wir jetzt erstellen, ist erstmal den Pickup-Trigger. Dafür machen wir... Nein, das war falsch. Die Trigger waren, genau, geometrische Körper. Gut. Nehmen wir den wieder raus, einfach mit entfernen. So, wir sagen, geometrischer Körper, Würfel. Bekommen wir hier einen Würfel. Weil ich faul bin, sage ich jetzt einfach mal, Pickup-Trigger left, kopiere mir das, Pickup-Trigger left. Left heißt links. So, jetzt nehme ich einfach diesen Würfel, hier vorne haben wir diese Dinger zum Verschieben, und ich schiebe den Würfel jetzt einfach mal neben das Auto. Und jetzt definiere ich mir die Größe und die Position des Ladebereichs. So, Position des Ladebereichs würde ich sagen, erstmal, es sollte neben dem Auto sein. So, also schiebe ich mir das jetzt mal so. Na? So. Die Höhe des Ladebereichs, ein Meter ist eigentlich, ne? Das ist, hat jetzt eine Höhe von 1, das entspricht ungefähr einem Meter. Das ist eigentlich aus meiner Sicht genug. Na? So, aber wie wir sehen, der versinkt noch im Boden. Jetzt haben wir ihn genau 1 hoch, also setzen wir ihn jetzt 0,5 nach oben und damit liegt er auf der Straße. Jetzt gucke ich mir hier diese Werte an und stelle fest, oh, das sind ja krumme Werte. Machen wir mal gerade Werte draus. Na? So, ja, da passt keine Palette mehr zwischen. Und ich habe ihn 1,20 Meter nach hinten geschoben. Machen wir hier auch 1,2. Dann haben wir nämlich schöne gerade Werte. Das ist gut, wenn wir nachher noch so ein Objekt haben. Jetzt habe ich diesen Ladebereich 3,64 Meter lang gemacht. Dann machen wir ihn 3,70 Meter lang. Haben wir schöne Werte. So. Jetzt braucht dieser Trigger natürlich noch, ne, in den Autoloader. Dadurch verschiebt er sich nicht. Ist immer noch an der gleichen Stelle. Hat immer noch die gleichen Werte. So, jetzt wollen wir, dass dieser ein Trigger wird. Wie das geht, sieht man hier. Also Sichtbarkeit bedeutet, er wird angezeigt. Aber es ist ein Rig-It-Buddy. Die anderen Werte hier vorne sind völlig egal. So, sobald wir den hier anschließen, können wir ihn nicht mehr in der Größe und hier vorne auf, was ich eben sagte, Static, bedeutet, beim Laden des Modells steht er an einer Stelle und bewegt sich nicht mehr. Das ist uncool. Wir wollen ja, dass er sich mit dem Wagen bewegt. Deswegen stellen wir ihn auf Kinematic. Sobald wir das tun, ne, und alles eingestellt haben, kann man ihn nicht mehr in der Größe verändern. Deswegen ist es wichtig, die Größe zuerst einzustellen. So, dann sagen wir noch, es ist ein Auslöser, weil wir wollen ja einen Trigger haben. So, das haben wir natürlich, ne, das, wie das aussieht, kann man ja hier nachlesen. Jetzt kommt die Kollisionsmaske und hier sind ein paar Häkchen gesetzt. Ne? Einfach die Hexmaske kopieren. Und hier die Hexmaske einfügen. Und schon passt die Sache. So, dann war hier noch auf dem dritten Reiter hier diese vier Häkchen. Ich meine, muss diese vier Häkchen. Und schon sieht das Ganze aus wie beim Strautmann. So, jetzt machen wir uns die Arbeit einfach. Wir selektieren ihn, Steuerung C. Wir gehen auf Autoloader, Steuerung V. Und jetzt haben wir ihn ein zweites Mal. Den benennen wir jetzt einfach um in Trigger, right? Und ich weiß nie, welche Farbe welche ist. Ich schiebe den jetzt einfach mal hier rüber. Und sehe, okay, das ist das X. So, X heißt in dem Fall jetzt, hier steht 2. Also gehen wir jetzt hier hin. Minus 2. Und dann haben sie auch den gleichen Abstand nach rechts und nach links. Wer jetzt der Meinung ist, er braucht noch einen Ladebereich hinten, der kann das gerne tun. Hier würde ich jetzt keinen Ladebereich hinten machen, weil ich habe hinten eine Anhängerkupplung zur Verfügung. Das bedeutet, ich kann auch noch etwas hinten anhängen. Wenn ich jetzt dahinter noch einen Autoloader hänge, dann habe ich eventuell den Ladetriggerbereich des einen Fahrzeugs überlappend mit dem beladenen Triggerbereich des anderen.
Das wäre ungünstig. Was auch der Grund ist, warum ich hier diesen Abstand gelassen habe. So, wenn ich mich recht entsinne, war der Triggerbereich, der Triggerwert vom Load-Trigger, nämlich derselbe. Also brauche ich jetzt nochmal einen Load-Trigger. Da ich ja den einen jetzt schon mal definiert habe, könnte man jetzt einfach hingehen, okay, dann machen wir uns jetzt noch einen und den nennen wir Load-Trigger. Ja, die Namen hier sind übrigens nur für die eigene Orientierung innerhalb der Giants Engine. Wir müssen das nachher mit den Knotenpfaden in die XML eintragen, aber da kommen wir dann noch zu. So, hier habe ich jetzt noch einen Trigger und den möchte ich natürlich im Fahrzeug haben, um zu wissen, um das im Fahrzeug laden zu können. So. Aber durch die ganzen Einstellungen, die wir gemacht haben, können wir jetzt hier nicht mehr die Größe verändern. Was relativ doof ist. Das war, glaube ich, durch diese Sachen hier. Nein, dann war es. Ach, scheiß drauf. Wir machen einfach den Rigid Buddy aus, dann können wir wieder alles. Dann können wir den auch jetzt wieder in der Größe und so weiter befüllen. So, jetzt selektiere ich mir hier mal die Tür. Ja, das war natürlich hier wenig erfolgreich. Hier haben wir Door Left, Door Right. Und jetzt gehe ich hier einfach mal auf Nicht sichtbar. Daran denken, dass man die nachher wieder einblendet, sonst sieht man keine Türen mehr im Spiel. Ja, aber jetzt will ich ja erstmal keine Türen sehen, sondern ich möchte den Bereich definieren. Und jetzt kommt das Problem, was das nächste ist. Ja, für die Breite ist es relativ simpel. Ja, wir gehen einfach mal hier runter, dann sind wir hier zwischen diesen beiden Punkten und dann können wir das Ding hier erstmal den kleinen Punkt hier in die Breite ziehen. Und wir hatten ja gesehen, ein bisschen Kollision fehlt, aber das ist ungefähr die Breite. Also wir haben hier ungefähr eine Ladebreite von 1,31. Gut. Den Wert brauchen wir auch, weil für die XML-Datei. Hier sind wir wieder im Sprinter. Das ist nämlich die Breite. Also nehmen wir hier 1,31. Auf diese Weise kann man auch ausmessen, wie viel Breite und Höhe man hat. So, damit haben wir jetzt die Breite definiert. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen näher ran und sehen, okay, wir sind da schon ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, wir können also hier so, optisch gesehen, bis da können wir nach vorne gehen. Jetzt sind wir aber viel zu lang. So, und jetzt kommen die Messschwierigkeiten, weil jetzt wird man ja sagen, okay, aktuell ist das Ding 3,70 Meter lang. Ja, dann machen wir es doch, so rein optisch gesehen, machen wir es doch einfach mal 3,50 Meter. Jetzt ist der aber in der Länge 3,50 Meter kleiner geworden, liegt jetzt hier hinten auch nicht mehr an. Na? Also ich denke, wir haben hier eher wahrscheinlich 3 Meter. Wir nehmen mal 3,20 Meter. Na? Und wenn wir den jetzt wieder bis hier vorne anschieben, dann würde ich sagen, kriegen wir hier auch die Türen zu mit 3,20 Meter. Also haben wir hier in der XML-Datei eine Länge von 3,2. Das dient nur zur Orientierung, das kann man nachher alles noch schön umsetzen. Ich glaube, mein Chat ist kaputt, keiner schreibt mir was. Oder seid ihr alle so gespannt am Zuschauen? Wer weiß. Jetzt kommt die Höhe. Hier haben wir, ich setze es einfach mal ungefähr in die Mitte. Und dann ziehe ich die Höhe mal hoch. Jetzt sind wir schon unten angekommen. So, ich würde sagen, jetzt haben wir unsere maximale Ladehöhe erreicht. So, was haben wir hier an Ladehöhe? 3,20 Meter? Nein, Quatsch. 1,30 Meter.
Sagen wir einfach 1,80 Meter. Ne? Dann 1,80 Meter kommen wir ganz gut hin. Das hatten wir hier eingestellt, 1,31 Meter. Machen wir hinten noch schön die 1 weg, damit das. Das wäre also unser Ladebereich, den wir nutzen können. Das heißt, wir haben hier eine Höhe von 1,80 Meter, die wir natürlich hier dann auch eintragen. Was dann auch der Grund ist, warum keine Rundballen reinpassen, ne? Weil mit 1,30 mal 1,80 kriegt man keine 2 Meter irgendwas Rundballen da rein. Das ist logisch. So, jetzt müssen wir das Ding gleich wieder zum Trigger machen, aber da muss ich jetzt warnen. Das Ding mal auch wieder in die Mitte. Ne? Weil die Triggerbereiche sind nicht fest. Ne? Also ein Fehler, der schon seit, wie ich gelesen habe, LS 13 ist, bei den Kinematic Triggers, die bewegen sich, obwohl sie das nicht sollten. Sie bleiben nicht stabil zum Modell. Ob das jetzt nur bei den Trailern so ist oder ob das auch bei der festen Ladefläche wie jetzt hier einem Auto so ist, das weiß ich noch nicht. Das werden wir nachher feststellen, wenn wir eine Probefahrt machen. Ne? Aber dadurch, dass sich die nach links und rechts raus bewegen, mache ich diesen Ladebereich hier, in dem Fall, also diesen Triggerbereich, nicht den Ladebereich, den Triggerbereich etwas kleiner, so auf 1,10 Meter. Ne? Dadurch berührt er immer noch alle Paletten, die nachher im Auto sind. Ne? Ist aber unwahrscheinlich, dass dieser so weit aus dem Auto ragt, dass er neben dem Auto liegende Paletten als ladbar definiert. So, jetzt machen wir hier wieder den Rig-Buddy an. Jetzt hat er mir natürlich hier wieder alles rausgelöscht. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder hin, kopiere mir die Hexmaske, gehe wieder in den Load-Trigger, sage ihm wieder Kinematic, Auslöser, Kollisionsmaske rein und bei der Form die ersten 4 Häkchen an. So, jetzt brauchen wir noch diesen vierten Bereich. Dieser vierte Bereich sagt uns ja, wo unsere Ladefläche beginnt. So, wo beginnt jetzt unsere Ladefläche? So, wir können jetzt diesen Autoloader-Punkt hier auch benutzen, wir sehen ja hier, wo er ist, um unsere Ladefläche zu bedingen. Wir müssen halt nur ausmessen oder ausrechnen, wie ist die Entfernung von diesem Ladepunkt, der Offset, zu der vorderen linken Ecke. Ne, Breite, Länge und Höhe hatten wir jetzt schon bestimmt. Die haben wir auch sogar schon eingetragen. Wir müssen jetzt nur noch den vorderen Ladepunkt bestimmen, damit wir wissen, wo können wir denn anfangen mit dem Laden. So, da wir jetzt diese Punkte hier alle benötigen, müssen wir die jetzt auch mal eintragen. So, jetzt habe ich die hier genannt, Trigger Node, Pickup Trigger Node, Pickup Trigger Node 2 und Body. Wie ihr die nennt, bleibt völlig euch überlassen, weil, ich gehe jetzt mal nach ganz unten, hier unten ist das ID3 Mapping. Hier wird jeder Name, der oben verwendet wird, ein Knotenpunkt zugewiesen. So, wenn ich jetzt in den SEK gehe und hier einfach mal nach Trigger Node suche, dann sehe ich hier, oh, Trigger Nodes. Die kann ich mir jetzt erstmal einfach so als Hilfe rüber kopieren. Aber ich brauche auch, ne, ich habe den einen auch noch Body genannt. Dann kopiere ich mir den auch noch rüber. So, ich mache mir jetzt hier mal eine Leerzeile zwischen, damit ich die schön unterscheiden kann. Dann gucke ich noch kurz nach, dass nicht, dass es hier auch schon einen Buddy gibt. Wie gesagt, es sind nur Namen, um die Sachen anzufassen. Diese Werte hier sind natürlich aus dem SEK und somit falsch. So, der erste Wert, den ich aber jetzt gerade angelegt habe, war der Buddy. Damit ich nachher nicht durcheinander komme, sortiere ich mir die auch mal in der gleichen Reihenfolge. So, jetzt gehe ich hier rein und sage hier, das ist mein Autoloader-Hauptpunkt. Der hat diesen Indexpfad. Den kopiere ich mir. Dann ist das mein Hauptindex. So. Nicht wundern, dass ich hier sage, rechte Maustaste kopieren. Das Steuerung C, ich weiß nicht, ob es an meinem Rechner liegt, das nimmt er nicht immer. Wie man hier sieht, ist das der gleiche Punkt, aber mit einem Titelzeichen und einem 0.
kopieren. Der nächste ist ein Titelzeichen und ein 1. Ja, in dem Fall können wir das ja einfach hier einfügen. In alle drei. Und sagen 0, 1 und 2. Und schon haben wir die Bereiche definiert, die wir hier benötigen. So, ausgehend von diesem Punkt, den wir ja jetzt diesen Punkt genommen haben, müssen wir jetzt die Ladefläche noch bestimmen. Wo ist also der vordere Punkt der Ladefläche? So, jetzt sehen wir schon mal, ja, wie kommen wir da jetzt dran? Wenn wir jetzt hier drin sehen, na, ich muss mal gucken, wie ich mich jetzt hier drin bewegen kann. Na, also der Punkt ist ja nicht genau die Ladefläche. Deswegen ist das natürlich, könnte das etwas schwierig werden. Wir können aber auch einfach noch einen Punkt einfügen, der es uns dann etwas leichter macht. So, also nehme ich jetzt hier nochmal Erstelle. Transform Group. Loading Base. Nenne ich ihn einfach mal Loading Base. Den schiebe ich jetzt auch hier in den Autoloader rein. Damit liegt er jetzt erstmal auf dem Autoloader. Ne? Also hat den gleichen Punkt. Wenn ich mir jetzt hier den Load-Trigger nehme, wo ich ja quasi, ich habe ja hier schon den Mittelpunkt bestimmt, dann habe ich hier die Höhe, aber hier vorne habe ich die Z-Verschiebung. Jetzt habe ich hier eine Höhe von, na, machen wir das mal gerade, ne, von 1,6 und eine Z-Verschiebung von 1,25. So, damit das schöne, ne, einfache Werte sind. So, das heißt, ich bin jetzt hier, um den Mittelpunkt dieses Dings zu haben, bin ich, Y ist immer das nach oben, 1,6 Meter hochgegangen und habe aber eine Höhe von 1,8. Ist aber die Gesamthöhe und der Mittelpunkt ist auf 1,6. 1,8 nehme ich jetzt einfach mal die Hälfte von runter. Sind dann 0,9. 1,6 minus 0,9 wären 0,7. Also sage ich hier die Loading Base, machen wir mal auf 0,7. So, damit ist sie jetzt auf der gleichen Höhe wie der Load Trigger, den ich gemacht habe. Es ist besser, wenn der Ladebereich nachher 1, 2, 3 Zentimeter über der Ladefläche ist als unter. Weil wenn sie unter ist, dann fängt die Palette an hochzuspringen beim Laden. Wenn sie drüber ist, wird sie an die richtige Stelle gepackt und sackt einfach nur auf die Ladefläche drauf. Wenn das natürlich zu viel ist, was man da hochlädt, dann könnte die sogar umkippen. Ne? Also sollte man schon relativ genau arbeiten, um diesen Ladebereich zu finden. So, dann würde ich sagen, müssen wir den, ne, können wir den Ladebereich auch noch, ne, wir können nach hier gehen, das können wir auch lassen. Ne? Was mir jetzt wichtig wäre, wäre, dass wir den vorderen Bereich noch machen. Ne? Der vordere Bereich wäre ja irgendwo hier. Ne? Jetzt sagen wir, okay, jetzt sind wir hier, das ist vielleicht ein bisschen weit nach vorne. So, hier könnte man vielleicht anfangen. So, was haben wir jetzt hier? 0, so, wenn wir jetzt 0,4 machen, das ist vielleicht ein bisschen viel. 0,35, 38, das sieht aus, als wären wir hier an der hinteren Bordwand. So, damit habe ich quasi im 3D-Modell den vorderen Mittelpunkt bestimmt. Und das reicht mir. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder ein neues Ding, das ist dann für den Body. Wenn ich jetzt hier wieder nach ganz unten gehe, dann ist das hier mein Body. Ich persönlich finde es dann schön, wenn man die auch noch unten, ne, dranhängt, dann hat man es nämlich in der richtigen Reihenfolge, aber das ist reine Geschmackssache. Ne, wichtig ist, dass der Punkt gefunden wird. So. Und was ich auch relativ wichtig finde, dass man die Sachen wieder nachher wiederfindet, deswegen nenne ich den jetzt hier auch Loading Base und nicht Body. Ups. Loading Base, auf diese Weise hat man es einfacher, nachher das zu finden. So, jetzt haben wir hier den Offset. Was ist mein Offset?
Die Höhe ist 0. Logisch. Der Unterschied von, das müsste der Unterschied von vorne nach hinten sein, ist auch 0. So. Allerdings, wenn ich jetzt hier 0 eintrage, bin ich genau in der Mitte. Das heißt, mein vorne rechts wäre Mitte, das wäre falsch. Wir haben hier 1,31 breit. Also sagen wir jetzt hier einfach mal, weil, ne, damit man es besser durch 2 teilen kann, 1,30 breit. Und dann sage ich hier 0,65 nach rechts. Wenn er nachher falsch rumlädt, dann hat man die Orientierung in der ID3-Datei andersrum. Dann macht man halt ein minus 0,65 draus. So, das wäre erstmal die Standardsachen, die wir jetzt hier eingestellt haben. Jetzt gehen wir natürlich wieder nach hier, markieren unsere beiden Türen und machen die wieder sichtbar. Speichern das ab. Es gibt noch versteckte Einstellungen, die ich dann gleich auch noch mal kurz zeigen werde, die vielleicht auch die Leute interessiert, die das haben. Dadurch, dass ich das Ganze jetzt im Mod-Ordner gemacht habe, ist es zwar nicht Multiplayer-fähig, aber ich muss das nicht jedes Mal zusammenpacken. Was ich persönlich viel nerviger finde als, ne? Ihr wisst schon. Was jetzt das A und O natürlich ist, ist, dass die Lok sauber ist. Jetzt will ich hoffen, ich habe von anderen Sachen keine Lokfehler drin. So. Jetzt suchen wir hier einfach mal nach. Ja. Warning. Error. Oh, wir haben 5 Warnings und Errors drin. Was haben wir denn hier? So, 4 Warnungen, dass nicht gezippte Daten nicht benutzt werden können. Ja, logisch, wussten wir schon. Und das hier ist eine Performance Warning von der französischen Map. Das heißt, wir haben zumindest schon mal keine Warnungen oder Fehler drin. Na? Das ist schon mal schön. So, jetzt stelle ich hier mal wieder um auf. Blende ich mal aufs Spiel um. So, dann starten wir doch mal. Oh, zumindest habe ich schon mal das Palettenladen drin. Zeigt er mir an. Steht im Moment auf Europaletten, dann drücken wir doch mal auf R, was passiert. Spanngurte anziehen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie viele Eier wir noch reinkriegen, ne? Eier braucht der Mann. Oh, mehr Eier lädt er nicht mehr. Nun gut. Aber das waren immerhin 6 Paletten Eier.
So, die größten Sachen, die wir haben können, wären Zucker. Ja, Zucker. Also ich würde sagen, da passt eindeutig keine Palette mehr drauf. Zum Shop kommen wir dann gleich auch nochmal. Das, so. Ja, also für Zucker, denke ich, ist das Ding wahrscheinlich ein bisschen... bisschen overpowered. Ja, ist auch ein bisschen Verschwendung bei so, ne, quasi... Aber gehen wir doch mal gucken, was wir uns hier hinten von unserem Teststapel noch so klauen können. Ja, sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Was meint ihr? Ja, Brot nimmt er hier nicht. Mein Gott. So, dann cheaten wir mal ein bisschen. Packen wir noch ein paar Eier rein. Und Stoff testen wir dann auch mal. Ach, das. Ist zwar ein Palettenlager, aber das ist natürlich nicht geeignet für abgefüllte Weizen. Okay. Ja, Brot hatte ich noch nie, deswegen kann das Palettenlager das auch nicht. So, dann gucken wir doch mal, wie viel Stoff wir reinkriegen. Ja, von den... nehmen wir doch einfach noch ein paar Tomaten hier rein. Tomaten. Tomaten sind eigentlich relativ hoch, würde ich sagen. Ich finde, Tomaten werden sehr langsam abgekramt. Findet ihr nicht auch? So, dann fangen wir doch mal an mit dem Stoff. 6000 Liter. Oh, ups, sollte man dann vielleicht auch. 6 Paletten habe ich jetzt hier drin. Ah, soweit wie die Paletten hier auseinanderstehen, 3 Paletten erkennt er. Ja, ich würde sagen, wir können mal gucken, ob noch eine Palette drauf passt. Ich glaube es aber nicht. Machen wir doch einfach. Nehmen wir doch jetzt einfach die anderen Paletten, dann sehen wir das ja auch. Tomaten.
15 Paletten. Da haben wir genug Paletten. Ne, stellt da jetzt keine mehr von drauf. Das liegt aber jetzt an der Ladehöhe. So, jetzt laden wir die hier mal ab. Ja, ich meine, das sind immerhin. Gucken wir uns das hier mal an. Ja, er schafft also, ich würde sagen, so wie es jetzt ist, 3 Paletten. Ja, man darf ja auch nicht den Abstand der Paletten vergessen. Ja, hier oben sieht er, geht er ein bisschen durch die Kollision durch. Ja, aber wir haben uns mit der Mitte nicht vertan. Das sieht ja ganz gut aus, wo jetzt hier die Mitte ist. Mach mal. Ne? Kann man immer ganz gut testen. Deswegen habe ich hier den starken Bauern. Wenn ich jetzt hier versuche, noch eine hinterzusetzen. Und ich muss natürlich auch ein bisschen Abstand lassen. So, wenn ich jetzt wieder einsteige, macht er sie ordentlich fest? Ja. Guckt sie nicht raus, wenn ich es zumache? Nein. Aber wir sehen schon hier, ne, die... Das guckt da schon raus. So. Oh, was wir jetzt machen ist, wir stellen die Sachen jetzt einfach mal wieder hier ab. Hopp. Hier nochmal auf. Spanngurte weg. Also theoretisch könnte man ja noch eine Palette dahinter setzen. Dass man die gesehen hat, sehe ich jetzt hier gerade, da ist ein Fenster drin. Da kann man durchgucken. Natürlich sieht man das dann. So. Das speichere ich mir jetzt erstmal ab, damit wir nachher die Sachen wieder da stehen haben, wo wir sie jetzt verlassen haben. Schalten wir hier schon mal wieder auf Bildschirmfreigabe um. Damit ihr nachher auch den Bildschirm seht. Jetzt gucken wir nochmal, ob das, was wir gemacht haben, Auswirkungen hier hat. Also zum einen steht jetzt hier Missing Function Sprinter. Das steht aber bei beiden. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob das vorher schon so war. Müsste eigentlich sein, weil wir haben ja keine Funktion, wir haben ja nichts mit dem Sprinter gemacht. Dann haben wir, ja, also für uns erstmal sieht das hier drin gut aus. Wir haben ja auch keine Sachen, die nicht übersetzt sind. Das heißt, das funktioniert. Wenn ich jetzt mal hier kurz Chemo schreibt, dass er es im Shop nicht sieht. Wenn du im Shop nicht siehst, schau mal in deine Log. Meistens liegt es daran, dass irgendwas jetzt nicht mehr funktioniert. Ne? Also ich mache jetzt hier das Spiel mal wieder aus, dann solltet ihr meinen Desktop wieder sehen. Ne? Solltet ihr jetzt wirklich im Shop irgendwas nicht sehen, dann schaut nochmal, was ihr hier im Editor gemacht habt. Weil ich sagte eben, die Namen hier sind völlig egal. Ne? Es ist so, wenn ich den Autoload nicht als letzte Option in einem Knoten einbringe, sondern sagen wir mal, ich hätte ihn hier zum Beispiel hier zwischen Lights und AI eingefügt, dann wird der AI-Punkt von Index 14 hier zu 15. In der XML ist aber 14 definiert. Also funktioniert was nicht. So, bad argument 1 to unpack, table, expected, got nil. Ah, ja, ne, da können wir ja noch kurz drauf eingehen. Zwei, fünf, sieben. Du hast etwas falsch gemacht beim Eintragen dieser drei Werte. Na, es müssen 3 Zahlen sein, Kommazahlen sind mit Punkt zu machen und es muss ein Leerschritt dazwischen sein.
dann sollte es auch funktionieren. Ansonsten können wir uns das ja nach dem Stream vielleicht nochmal kurz anschauen. Ja, genau, Komma, ne? Und Komma ist für ihn halt, ne? Das ist auch wichtig natürlich an der Stelle zu wissen, wenn man im Giants Editor hier rum ist. Hier muss immer ein Punkt eingetragen werden, kein Komma. Wenn ich hier sage 1,2, dann ist das für ihn nur eine 1 und nichts passiert. Er löscht sogar das Komma und die 2 wieder raus. Ja, ich habe auch schon gehabt, dass er mir aus 1,2 dann 12 gemacht hat. Und je nachdem, was man gerade editiert, kommt man da nicht so richtig weg. So, was wir jetzt gesehen haben, ist, wir haben hier 1,30 Meter Breite. Wenn wir zwei Paletten nebeneinander kriegen wollten, die Paletten sind ja 80 breit. Und haben 3 oder 4 Zentimeter, muss ich jetzt nochmal nachschauen, Abstand. Weil so eine Europalette ist 1,20 mal 80. So, 80 breit bräuchte man schon 1,60 Meter, um zwei Paletten hinzubekommen. Die haben wir aber definitiv nicht. Na? Deswegen würde ich an der Breite jetzt auch wirklich nichts ändern. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man ändert noch ein wenig die Höhe. Damit muss man dann ein bisschen spielen und verschiedene Sachen laden, ob die Höhe dann so gut ist. Wenn ich die jetzt zum Beispiel auf 2 Meter setze, passt vielleicht eine Lage mehr drauf. Je nachdem, was ich aber lade, guckt das dann vielleicht oben raus. Weil es ist immer noch so, dass die Giants Engine mir nicht die korrekten Größen gibt für die Paletten. Und solange das nicht getan ist, wird das nicht funktionieren. So, wir haben hier eine Länge von 3,20 Meter eingebaut. Und jetzt nehmen wir mal kurz einen Taschenrechner. 4 Paletten mal 0,8 wären genau 3,20 Meter. So, wir haben aber dazwischen ja dann auch noch die Zwischenräume. Und jetzt gucken wir doch einfach nochmal nach. Wie viel Zwischenraum habe ich hier? Hier ist er definiert. 0,05 Zentimeter, also 5 Zentimeter. 3 Zwischenräume wären also plus 0,15. Das heißt, wenn ich eine Breite von 3,35 Meter hätte, müsste er noch eine hinten dran kriegen. Ja, das können wir einfach mal ausprobieren und gucken, wie es dann aussieht. Ne? 3,35 Meter. Ja, machen wir einfach 36, denn sicher ist sicher. Und dann schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Und das ist dann eben dieses Feintuning, was man als Modder mitbringen muss, dass das funktioniert. Ja. Ich würde glatt behaupten, wenn du keine Fehler mehr im Log hast, Schemo, dann solltest du vielleicht mit den Anpassungen an der i3D-Datei nochmal von vorne anfangen. Ansonsten könnte das eventuell schwierig werden. Oh, meine Dampfe ist leer. Wie geht denn das? Geht ja mal gar nicht. So. Wieder zurück in unserem Sprinter. Drücken wir jetzt einmal mal fleißig auf die R-Taste und sehen. Oh, guck mal. Zack. Da passt doch jetzt noch eine mehr rein. 4 hintereinander. Na, und ich würde sagen, damit haben wir die Ladekapazität voll ausgereizt. Ja, jetzt können wir uns noch mal kurz das Fahrverhalten angucken. Festgezurrt haben wir ja. Wobei ich persönlich gestehen muss, ich habe mir nicht das Fahrverhalten von vorher angeguckt und meine Testfläche hier ist auch nicht so ganz gerade. So, aber wir haben ja hier noch ein bisschen Testgut stehen. Wow, und zwar Big Bag Paletten haben wir hier stehen. Wir haben ja die Ladefläche voll ausgereizt jetzt. Mal gucken, was wir denn da reinkriegen.
Big Bag Paletten passen nicht. Warum passen Big Bag Paletten nicht? Big Bag Paletten sind 1,40 Meter. Wir haben aber nur... Ne, weg. Was hat man jetzt definiert? 1,30 Meter. Somit passen die schönen Big Pack Paletten nicht. Tja. Übergroße Euro Paletten. Was sind übergroße Euro Paletten? Übergroße Euro Paletten sind diese komischen Saatgutdinger hier. Ja, die sind übergroß, deswegen leckt er sie jetzt längs. Aber zumindest leert auch er davon. Vier Stück. Wie man sieht. So. Das nächste ist dann wieder Europaletten, weil er hat automatisch festgestellt, dass Baumwollrundballen einfach nicht passen. Wollen wir das glauben, dass Baumwollrundballen nicht passen? Nein. Glaube gehört in die Kirche. Wir versuchen mal kurz von Hand ihn da rein zu prügeln. Oh. Ja. Wenn überhaupt, dann so, ne? Das... Das sieht lustig aus, ne? Aber wie wir sehen, er ist eindeutig zu groß. Das sollte ich dann jetzt vielleicht nicht speichern, ansonsten... Ah ja, gut. Sonst hängt er sich nachher fest. Ja, vom Prinzip her war es das schon. Das Ganze geht natürlich genauso für einen Trailer. Ne? Hier vorne sind zum Beispiel auch noch diese Wasser... Liquid-Dinger, die natürlich auch nicht passen, weil sie einfach viel zu groß sind. Ne? Also mit Ach und Krach und Gewalt kriege ich sie vielleicht mit Hand noch rein. Aber das war es dann auch schon. Ne? Jetzt kann man natürlich hingehen und die Größe noch ein bisschen breiter machen. Ne? Und vielleicht noch ein bisschen höher machen. Das ist dann Feintuning. Ich persönlich bin mit 8 Paletten ganz zufrieden. Und auch, dass wir das Ganze, wir haben das Ganze jetzt in einer runden Stunde eingebaut. Und ich hoffe, dass dieses Video euch dabei hilft, euch den Autoloader noch da einzubauen, wo ihr ihn gerne hättet. Bitte denkt dran, keine Modelle von anderen Moddern einfach zu nehmen, zu verändern und wieder einzubauen, weil das ist ein das gehört sich einfach nicht, ohne zu fragen, ohne Erlaubnis, ne? Und deshalb denke ich, dass das verständlich sein soll, dass das keiner macht. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne, ja, ich würde jetzt sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aber was habe ich von Likes und Abos? Nix. ja, genau, BBS, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Es ist halt, ne, für sich selbst privat kann man das gerne machen. Man kann auch einfach dreist sein und den Modder eines Modells fragen, ob man das einbauen und veröffentlichen darf. Vielleicht kriegt man ein Ja, vielleicht kriegt man ein Nein, vielleicht hört man auch gar nichts. Alles möglich. Aber für sich selbst privat nutzen ist ja prinzipiell kein Problem.
Soweit ich weiß, sind mittlerweile alle Giants-Modelle, die man dafür verwenden könnte, schon irgendwie mit dem Autoload ausgestattet. In dem Fall Gruß an Memdor, der da eine ganze Menge gemacht hat. Und ja, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage für die Leute, die so in meinem Let's Play ja dabei gewesen sind am Montag. Wie sieht das aus, dieses, ich habe bei vielen Streamern gesehen, die machen eben ihr Bild, haben sie auch noch drin, diese Kamera, ne? Ist das was, was gut ankommt, dass man die sieht? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier meine Kamera anmache, hat man da was von? Ist das was, was gut ist? Will man das sehen? Will man mich sehen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Oder ist das was, was euch lieber ist, dass man sieht, wer das ist? Ne? Ich meine, ich sitze jetzt hier in Jogginghose, ne? Eben noch duschen gewesen. Ne? Mir persönlich ist es egal. Ich weiß nur nicht, ob meine Cam da wirklich so geeignet für ist. Aber das sind alles Sachen, da kann man ja mal drüber reden. Ich meine, wenn ich jetzt hier das Licht ausmache, das heißt, sind ja ziemlich blendet. Dann, okay, das ist dann schon nicht mehr so blendend. Ne? Wie gesagt, mir persönlich ist es egal. Wenn es für euch dann persönlicher rüberkommt, ne, ist das eine schöne Sache. Und ansonsten würde ich sagen, schließe ich mal hier den Stream für heute erstmal ab. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, weil ich habe für meinen nächsten Singleplay jetzt einen Sprinter. Dann kann ich den Pickup verkaufen. Und ja, ich denke mal, viel mehr bleibt nicht zu sagen. Ankündigung wäre, ich plane derzeit am Freitag zu streamen, allerdings nicht den Farming Simulator, sondern Multiplayer im Satisfactory. Das ist eine kleine Basis, haben wir schon gebaut und das würde ich streamen, wenn da jemand Interesse dran hat, würde mich freuen. Ansonsten bei Fragen und sowas immer schön über den Discord. Da gibt's mittlerweile viele Leute, die wissen, wie es geht, auch wenn ich selbst dann gerade nicht da bin. Die dann helfen, habe ich schon gesehen, das, was mich sehr freut. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Updates machen in der Zukunft. Weil es fehlt ja noch so viel bei allen Mods, aber ich bin ja froh, dass sie mittlerweile fehlerfrei laufen. Insofern, ne, wird das alles schon kommen. Gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und die Aufnahme wird dann in den nächsten Tagen auf YouTube kommen und da packe ich dann auch nochmal den Link drunter zu diesem schönen Sprinter und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Bis dann.